Ein schöner Moment für die europäische Raumfahrt. Die Ariane 6 steigt in den Himmel über Französisch-Guayana und legt dabei erstmal einen Bilderbuchstart hin nach 10 Jahren Entwicklung. Doch zurück zum Anfang des Abends in der Landesvertretung Bremen. Raumfahrttechnikprofessor Enrico Stoll von der Technischen Universität und sein Mitarbeiter Alexander Frank Walke wollen hier den Start mitverfolgen. Sie haben einen der Satelliten an Bord entwickelt. Das ist natürlich aufregend, bei so einer neuen Launcher-Generation, nächste Generation der Ariane 6 dabei zu sein. Und wir haben unseren eigenen Satelliten als TU Berlin drauf, unseren 30. vielleicht, der dort starten wird. Bisschen nervös? Ach, es geht eigentlich. Ich denke eher, die Kollegen werden dann später nervös, wenn es dann darum geht, ob vielleicht der Satellit funktioniert oder nicht. Aber ja, ist immer ein spannendes Schauspiel. Eine Woche zuvor im Institut für Raumfahrttechnik. Professor Stoll nimmt uns mit ins Mission Control Center des Instituts. Hier haben die Experten den Satelliten entwickelt, den die Ariane 6 mit in den Orbit nimmt. Das hier ist allerdings ein älteres Modell. Wenn man sehr lange an solchen Sachen arbeitet und sehr durchoptimiert und im Labor natürlich unter perfekten Bedingungen alles funktioniert, ist das eine Sache. Aber sobald man sich bewusst ist, dass dein Satellit jetzt wirklich im Orbit ist und um die Erde fliegt und du per Funk mit jemandem kommunizieren kannst, das ist hervorragend. Der Satellit soll dann wichtige Daten für die weitere Forschung der Wissenschaftler liefern. Also muss man so erstmal eine Konfiguration. Die Anwendung für künstliche Intelligenz werden auch zukünftig in der Raumfahrt massiv steigen. Und wir probieren jetzt einfach mal aus, ob wir an Bord eines Satelliten schon solche Daten verarbeiten können. Das heißt, neue Hardware wird ausprobiert, neue Ansätze, neue Algorithmen. Zurück zum gestrigen Abend. Neben den vielen technischen Entwicklungen der Ariane 6 lobt der langjährige Raketenentwickler Rüdiger Albert auch den politischen Aspekt. Ariane ist gerade ein Beispiel dafür, dass Europa funktioniert und die 13 zusammenarbeiten können, um in jedem Land nationale Champions zu erzeugen, die zusammen ein Unternehmen stemmen können, was alleine in einem einzelnen Mitgliedsland nie möglich wäre. Gegen 21 Uhr Berliner Ortszeit startet die Ariane 6 dann. Erleichterung bei den zuschauenden Raumfahrtexperten und auch bei den Wissenschaftlern der Technischen Universität. Also nur eine Rakete starten zu sehen, ist immer was Besonderes. Aber wenn noch mal was Eigenes mit an Bord ist, dann schlägt das Herz noch doppelt so schnell. Es ist schon fantastisch, das zu sehen, wie das Ganze so funktioniert. Und dann zu hoffen, dass der eigene Satellit dann auch noch in dem Orbit entlassen wird, wohin soll. Nach der dritten Zündung kommt die Ariane 6 in der Nacht dann doch noch ins Trudeln. Der Hilfsantrieb stoppt aus nicht geklärten Gründen. Die Rakete wird maximal getestet, da kann so etwas wohl passieren. Insgesamt ist der Flug für die Experten aber überwiegend ein Erfolg. Und der Berliner Satellit befindet sich jetzt wie geplant auf seiner Umlaufbahn.